Ja, kommen wir zu Mark Brandes, Mac von Walt Whitman, zum Raumkadett Nummer 4. Es kam die vierte Folge Hinter den Linien auch raus im November bei Folgenreich. Eine Folge, die, glaube ich, bei vielen keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, was ich gar nicht so nachvollziehen kann, ganz ehrlich. Ich überhaupt nicht. Ich war ja bei der letzten so etwas weniger angetan, sag ich jetzt mal, weil mir das zu viel Jugendhörspiel war, so von dem Setting her. Und das hier hat mich da wieder in die Spur gebracht und ich fand die richtig klasse. Ich fand die auch super. Ich fand die in der Bombe. Also dafür, dass man hier ja quasi dieses Spin-off für die etwas jüngeren Ohren noch mitkonzipiert hat, fand ich das schon wirklich beeindruckend gut. Also dieser Clash am Schluss noch dazu, der dem Ganzen da, dem zuvor gehörten, da eine ganz neue Wendung und eine ganz neue Interpretation gibt. Ja. Also das fand ich super. Und auch die Art, wie dieser Sequenz nach dem Absturz dargestellt wird, diese Flucht über diesen Grenzstreifen, das ist so sensationell gut. Hm. Und ich war wirklich begeistert von der Folge. Also ich fand die auch durch die Bank super. Ja. Kann mich nur anschließen. Also ich wurde auch überrascht. Also ich hätte das in 100 Jahren nicht erwartet. Schluss, wirklich nicht. Sehr schön fand ich auch, dass unser junger Darsteller, unser junger Mark Brandes, auch Gelegenheit bekommt, seiner Figur ein paar Facetten zu geben. Ja. Und gerade am Schluss hat er ja tüchtig aufgedreht. Wahrscheinlich ja gut geführt durch die Regie natürlich. Ah, das war schon stark. Ja. Also das habe ich ihm völlig abgenommen. Das ist schon sehr, 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 sehr gut gewesen. Und das ist auch jetzt, also die Folge war durchaus auf Augenhöhe mit den normalen Mark Brandes-Folgen, würde ich mal sagen. Ja. Also so was Spannung, was ja das Hintergründige in der Story und die breiten Charaktere anbelangt. Also das ist da schon alles drin, so wie man es von den Großen kennt. Mhm. Würde ich auch sagen, ja. Ja, also was ich beim letzten Mal als Empfehlung zu Seicht fand, muss ich hier komplett revidieren. Also das ist wirklich, ich finde es die beste Folge bisher aus dieser kleinen Reihe. Ja, ich schließe mich an, ja. Doch, ja, wenn ich alle nochmal Revue passieren lasse, ist es doch die beste Folge, ja. Ja. Finde ich auch. Ja. Und dann haben wir den ersten Gast für heute. Hallo Dragan! Hallo! Hallo! Ja, wie geht's euch? Ich bin ein bisschen angeschlagen, wollte ich auch mal. Ich wollte mal ein bisschen rumjammern. Ach, du hast doch gar nicht gejammert. Nee, ich bin hier krank. So ein bisschen. Also mehr als sonst. Jetzt auch körperlich angeschlagen. Genau. Passt aber auch zu krank, weil wir machen wieder 96. Das ist ja großartig, ja, stimmt. Martin ist krank, Martin. Also ich müsste nämlich noch dazu sagen, Pandora hat bei jeder siebten CD liegt so ein Füllhorn bei, quasi die Krankheit. Und Martin hat es wohl leider erwischt. Ich habe nichts von dem Füllhorn eigentlich gesehen. Vielleicht waren nur ein paar Keime. Irgendwie ja, auf der das CD. Ist so eine CD, das sieht man auch nicht. Das sind nur so Staubkörner. Sieht man gar nicht. War eine schöne Folge und jetzt erfahren wir ja langsam mehr über Xoron, da wie er erschaffen worden ist. Ja, es kommt ein neuer Bösewicht mit ins Boot, das noch Pandora nicht voll ist. Es wird ja immer mal wieder einer rausgekegelt, aber es ist ja doch eher selten, dass jemand rausgekegelt wird. Und wenn, dann läuft das so unspektakulär wie bei Dr. Tod ab. Ja, Pandora, genau. Was hat es mit dem Pandora auf sich? Ja, Pandora ist hier mythologische Sagengestalt, die mit Krankheiten um sich schmeißt. Genau, kennt man ja. Man kennt ja dieses sprichwörtliche Schwert des Damokles. Ja. Lasst euch nicht von mir stören. Ich bin völlig weg. Ja, und Pandora hat sich eben so eine kleine Ortschaft ausgeguckt, wo halt dann die Leute krank werden und hier Beulenpest kriegen. Ich habe gerade hier Rapperbrezel gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum. Zu dem Wort Beulenpest habe ich gerade die Rapperbrezel gemacht. Die Scheiße ist, der Arzt, der Einzige, der in dem Dorf lebt, der Dr. McGovern, der stirbt leider. Ja. Also zum Arzt gehen ist dann auch nicht mehr ziemlich scheiße. Ist nicht so sinnvoll, ne? Also das ist auch schon bei John Sinclair Thema, so ärztliche Versorgung auf dem Land, ja, wie schwierig ja, das ist, ja. Der ist super. Brandaktuell, du. Ja, und von 83. Hammer. Ich fand es auch wieder genial gelöst, diese Erzählstränge, wo sie dann am Ende Vergangenheit und Zukunft also zusammengewurschtelt haben und warf das Kreuz und warf den Bumerang. Das haben sie wieder genial gelöst. Ja, das war ganz nett, doch. Schön fand ich auch, dass hier Lady X ein bisschen aufdrehen kann. Katrin Fröhlich ist das, ne? Ja, die übertreibt ja da gerne mal. Das stimmt schon. Das wurde auch, glaube ich, irgendwo bemängelt, habe ich jetzt im Hinterkopf. Aber ich meine, das ist halt, das ist eine John Sinclair-Bösewichtin. Natürlich muss sie
Fantasy-überzogen daherkommen. Ja. Das finde ich sehr schön. Auch natürlich, dass man mit Pandora ihr quasi eine interne Gegnerin gegeben hat. Das ist schon spannend. Ja, rückt halt Xoron dann auch in ein anderes Licht. Aber also viel mehr Profil hat Xoron jetzt für mich jetzt auch nicht gekriegt dadurch. Ist Pandora weg, hier rennt er der anderen wieder hinterher. Das ist ja schon so ein sehr Mitläufer. Ja. So groß selber macht er nichts, oder? Glaub ich, nee. Xoron, mach doch mal ein bisschen selber. Mach doch mal ein bisschen alleine. Eher so eine fauler Mitläufer. Sinclair-Bösewische sind ja auch immer so etwas zahnloser. Ja. Muss man ja auch sagen. Ja, so richtig gefährlich ist da ja keiner. Die haben ja alle irgendwie... Ja, Holz rausholt. Dann. Hier, selbst Lady X hier macht hier mit Zuko gemeinsame Sache. Ja, die macht mit Zuko rum. Ja. Unverschämt. Und Zuko hat eine Freundin. Ah, Leute. Ja, von der haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Nee, vielleicht kieselt es da auch schon. Man weiß es nicht. Na, vielleicht. Was auch schön ist, was dich, Martin, bestimmt gefreut hat, ist es nicht nur Tim Knauer, sondern auch Tim Kreuer an Bord. Im Ensemble. Ja, immer rein in die Wunde. Ja, immer rein in die Beulenpest. Die aufgeplatzte alte Beule. Nein, ist ja schön. Ja, was sagt der? Empfehlen, nicht empfehlen? Ja, empfehlen. Bedingt empfehlen. Folge. Ich fand die ganz kurzweilig und eigentlich ganz nett. Also jetzt im Vergleich, es ist halt immer das Gleiche irgendwie, aber es hat halt so ein bisschen was Besonderes, weil Lady X so ein bisschen mehr und generell die Bösewichter mehr in den Vordergrund rücken. Und Pandora, die hatte was, ja, also jetzt im Vergleich zu anderen blassen Figuren in dem Ensemble. Und das mit den Krankheiten, ja, so ein, zwei Besonderheiten, viel Action und das kann ja Sinclair, boah, ist popkörnig, aber auch wieder nichts Nachhaltiges, klar, aber er ist schon okay. Holt euch die Folge, aber passt auf, in jeder siebten CD, wie gesagt, Pest, also mit Pest, jede siebte CD, müsst ihr aufpassen. Ja, es hätte schlimmer kommen können, hätte Ebola sein können. Ja. Ja, Pest ist ja harmlos. Ja. Die ist doch auch wieder auf dem Vormarsch, oder? Habe ich das nicht gelesen, dass die Pest wieder irgendwo ausgebrochen ist? Keine Ahnung. Hörst du auch vielleicht einfach zu viel Gruselkram. Das kann natürlich sein, ja. Oh je. Ja, Dragan, dann schon mal vielen Dank. Wir hören uns ja gleich nochmal beim Gewinnspiel wieder. Genau, ich habe nämlich erst, wir müssen ja noch auflösen, der die Larry Brandt 16 gewonnen hat und ich habe noch was Neues. Ja, sehr gut. Ja, dann sag ich schon mal bis gleich. Bis gleich. Ja, damit kommen wir zu unserem nächsten Gast und das ist der Lennart für heute. Hallo. Moin, moin. Hui. Hui, hui. Aha. Ja, wir stimmen uns ein auf unseren Titanenblock, der jetzt kommen wird. Und zwar steigen wir ein mit dem Gruselkabinett. Da gab es nämlich im November 2 neue Folgen, wie immer im Doppelpack. Und einmal die Folge 94, Tobias Guarnerius, und die Folge 95, Die Falle. Ja, Lennart, wie fandst du denn die beiden? Den Guarnerius fand ich besser als die Falle. D'accord. Ja, ebenfalls. Bei Guarnerius war einfach mehr drin. Also die war insgesamt spannender. Ja, mehr drin war ja in der anderen. Da waren ja zwei drin, während bei der Geige nur einer drin war. Ja, es geht ja nicht immer um, ach so. um die Anzahl der Personen. Die hat sich leider gerade angeboten. Ja, nee, also die Falle, da ging mir die Auflösung ein bisschen zu schnell und einfach. Das stimmt, ja, vor allen Dingen, weil der Bösewicht das ja auch so quasi verraten hat. Ja, stimmt. Nicht so ganz klar. Man sieht es ja im Prinzip schon auf dem Cover, da ist jemand im Spiegel eingesperrt. Ja, dann war die eingesperrte Person also befreit und dann ging es ja noch weiter und ich dachte, kommt da noch was und im Endeffekt kam nichts mehr. Ja, stimmt, das hat mich auch ein bisschen gewundert, da hat man auch gedacht, da wäre jetzt vielleicht käme nochmal so der große Twist am Ende nochmal, aber das blieb dann leider aus, ja. Ja, ich fand die auch nur so mäßig, also eher so... Hat halt so ein bisschen von dieser Schulatmosphäre so ein bisschen gelebt. Davon, also dieses Gebäude so ein bisschen. Aber das Problem ist halt, bei so einer Story, da hätte man vielleicht auch mehr draus machen können. Also nicht aus Sicht von Titania, sondern von der Story selbst her. Ich glaube, da die hätte schon eher Potenzial gehabt, aber da Titania sich nun mal original orientiert, müssen sie natürlich so umsetzen, wie sie nun mal geschrieben wurde. Mhm. Aber ich hatte echt den Eindruck, da wäre noch was gegangen. Mhm. Also atmosphärisch fand ich das schon nicht schlecht. Und so von der Idee her grundsätzlich. Ja. Ja, aber die Auflösung ist tatsächlich dann ein bisschen zu lasch. Ja, atmosphärisch ist Titania ja eigentlich immer ziemlich gut. Ja. Nein, ich meine da auch in Bezug auf diese Schulatmosphäre und dieses Verschwinden ist ja eigentlich, das macht es sehr spannend, weil der Hörer weiß ja eigentlich schon, was passiert ist. Dann das mitzuerleben, wie die Figuren das dann zu entdecken, aber dann ist es ja auch quasi schon wieder gegessen, das Thema. Hm. Ja. Ja, beim Guarnerius, das fand ich wieder eine sehr, sehr gute Folge, muss ich sagen, weil das wieder eine Story war, die ich gar nicht kannte, die wieder mal was ganz anderes war. Also das habe ich bewusst auch noch nicht so wahrgenommen.
Das fand ich wirklich großartig. Passt halt auch schön in die romantische Vorstellung von Musik, also in der Zeit der Romantik meine ich jetzt. Ja. Von dem her, ja, doch, das ist schon, fand ich auch gut, das hat mir auch gut gefallen. Ja, und dann wieder eine ordentliche Portion Tragik. Ja. Muss sein, ja. Und das mag ich auch am Gruselkabinett, also. Ja, hier stand ja auch so, der Grusel stand ja gar nicht so im Vordergrund, sondern halt mehr die tragische Geschichte dahinter. Da werden wieder einige meckern. Ist ja nicht gruselig. Nö, doch, ja nicht. Das hatte schon seine kleinen gruseligen Momente, aber es sind eben nur so kurze kleine Momente, wo der Wind dann ein bisschen pfeift oder, ne? Mhm. Aber allein schon die Vorstellung irgendwie, ja, darf ich das jetzt sagen, sonst spoiler ich wieder. Ja, Spoiler-Schwein. Achtung, Spoiler. Allein genau. Schon die Vorstellung, die Seele in ein Instrument einzusperren, das ist doch schon, also für die damalige Zeit eben, ne? Mhm. Man muss halt auch in meinem Hinterkopf haben, dass die Geschichten eben aus einer Zeit von 100, 200 Jahre her ist das. Mhm. Also deswegen, das meine ich eben, das ist wirklich auch den Zeitgeist, was das Musikalische anbelangt, total eingefangen. Dann natürlich auch noch hier mit dem Solistenkult, der damals war, mit der Geige, das spielt da natürlich auch mit rein. Deswegen ist auch schön den Zeitgeist, finde ich, eingefangen. Und deswegen passt da die Geschichte auch sehr gut rein. Das ist auch super eingefangen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön mit der Atmosphäre und Drama. Also da ist auch wirklich so alles drin, was man so mag am Gruselkabinett, finde ich. Ja, das stimmt. Oder was wir so mögen. Andere mögen das ja vielleicht nicht. Ja, stimmt. Es gibt da ja einige, die das dann doch eher kritisch sehen. Ja. Und da war dann letztendlich, die war kürzer als die andere und dann in der kürzeren war aber letztendlich mehr drin an Gehalt als in der Falle, fand ich. Stimmt, hast recht, die ist tatsächlich kürzer. Wäre mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich hätte jetzt auch diese Story, dadurch, dass die viel weiter gefasst ist, viel mehr Handlungsebenen hatte, kam mir die wesentlich länger vor als die andere, die ich dachte, die wäre so schnell vorbei. Oder die andere baut halt am Anfang lange auf. Ja. Aber es wäre mir tatsächlich, wäre mir es nicht bewusst geworden. Also die hatte man viel, viel mehr von der Geigenfolge. Also klare Empfehlung für die Geigenfolge. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wenn man sich aussuchen wollte, dann die Geigenfolge, aber gerne auch beide. Ja. Na, ich denke mal, die Sammler werden sowieso, wer kauft sich eine einzelne Folge Gruselkabinett? Jemand, der vielleicht die Geschichte kennt, aber ansonsten würde mir auch nichts einfallen. Ich kannte die gar nicht, ich kannte beide nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht, nee. Also wir haben auch beide vollkommen unbekannt. Das finde ich auch jetzt so langsam ganz schön am Gruselkabinett, weil anfangs hatte man wirklich diese bekannten Sachen, Frankenstein, Dracula. Hm? Und je mehr man natürlich jetzt nach hinten geht, umso mehr kommen dort mal sehr unbekannte Stories zum Vorschein. Und das sind ja oftmals die einem dann auch am meisten überraschen, weil man halt die Story neu kennt und die auch meist auch irgendeine Besonderheit haben und dadurch das Ganze auch ja wirklich interessant machen. Ja. Tatsächlich zu meinen Lieblingsfolgen gehören viele, wo einem der Autor oder die Geschichte beides nicht irgendwie besonders was sagen. Ja, geht mir auch so. Und ich habe jetzt auch, um das vom letzten Mal nochmal aufzugreifen, was ihr da hattet, ich habe jetzt auch Mary Rose gehört und bin auch sehr begeistert von der Folge. Also die hat mich auch echt umgehauen. Das freut mich. Ach, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung. Was wisst ihr denn schon von Hörspielen? Nein, ist nur Spaß. Ja, ich würde mal sagen, klassische 2 gegen 1 Situation. Ja, immer, immer drauf. Ja. Immer rein in die Funde. Gruselkabinett, aber es gibt ja noch mehr von Titania. Ja, genau. Und zwar, es weihnachtet sehr bei Sherlock Holmes. Der blaue Karfunkel ist jetzt auch bei Titania Medien erschienen. Das ist ja auch so eine, denke ich, weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, die einem immer mit Passetti irgendwie in Verbindung bringt. Also die Folge irgendwie hat sich so als Passetti-Folge total bei mir festgebrannt. Ich bin, was Holmes angeht, praktisch unbeleckt und erlebe die Geschichten jetzt zu 99% zum ersten Mal. Also, das ist ja super. Das ist ja großartig. Nö, ich jetzt nicht unbedingt. Also die erste Begegnung war tatsächlich maritim, muss ich sagen. Echt? Ja, also beim Karfunkel war es maritim, ja. Da habe ich vorhin nochmal reingehört in die Maritim-Version. Die gibt es ja als Stream auf Spotify. Mhm. Und habe mich dann gewundert, was dieses Berlinern soll in der Maritim-Fassung. Ja. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für, tut mir leid. Es hat irgendwie den... Ich hab die gar nicht im Ohr. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals gehört habe. Das ist die Folge 2 gewesen bei Maritim. Mhm. Ist sie mit Christian Rode? Ja, natürlich. Dann weiß ich es wieder. Nein, ich hab's nicht. Also, da habe ich überhaupt keine Erinnerung. Also, war aber wahrscheinlich, die habe ich wahrscheinlich nicht gehört. Wenn es jetzt Folge 2 war, dann ist das wahrscheinlich so vor meiner aktiven Maritimzeit gewesen. Ich glaube, ich bin erst später eingestiegen. Okay.
Naja, DC hat mir auf jeden Fall gut gefallen, auch direkt zum Anfang diese Sprüche, die sie sich immer zuwerfen, Holmes und Watson, wo Holmes dann sagt, er freut sich, dass gerade jetzt ein Kenner seiner Methoden ihn besucht, wo er doch gerade den neuen Fall hat, und dann fühlt sich Watson so geschmeichelt, so, oh, na ja, schön, oh, und Holmes sagt dann, ja, es ist ja schließlich Weihnachten. Das macht die Serie unter anderem auch sehr hörenswert, einfach durch die Chemie zwischen den beiden. Ja, die stimmt. Ich mag die zwei auch sehr gern als Duo. Ja. Ja, ich bin ja eh Fan von den eher jüngeren Holmes, also wo die Sherlock Holmes und Watson eben nicht unbedingt alte Männer sind. Das finde ich ja eigentlich immer sehr fabelhaft, und das gefällt mir hier an der auch eben sehr gut. Obwohl der Joachim Tennstedt, der ist jetzt auch schon Mitte 60. Ja, aber klingt nicht so. Also er klingt ja nicht so operhaft. Nö, nee, nicht Opa, aber es ist mir zumindest aufgefallen, als sie jetzt die alten Folgen nochmal aufgelegt haben. Die 10 Jahre dazwischen merkt man schon. Ja, stimmt. Als sie die Krimi-Klassiker da in die Reihe reingebunden haben, ja. Ja, und der Fall an sich jetzt, der blaue Karfunkel, war auch schön. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt direkt gewusst, wer da der wahre Täter ist. Ich hätte auch den Baker ich in Verdacht gehabt. Der kam mir komisch vor. Ja, das ist schon eigentlich ganz nett an der Folge, dass man da so ein bisschen so ein bisschen im Trüben fischt. Wobei der Fall, der ja eigentlich fast gar nicht im Mittelpunkt steht, sondern mehr so das Drumherum und die Atmosphäre. Mhm. Habe ich zumindest bei dem immer den Eindruck. Also ich habe da immer diese schöne weihnachtliche Atmosphäre. Immer im Hinterkopf, ich weiß nicht warum. Die mich so da flasht, keine Ahnung. Kennst du die Vorlage als Buch? Gelesen habe ich die alle mal, aber jetzt nicht bewusst in Erinnerung. Also ich könnte das jetzt nicht mehr so sagen, ob ich das jetzt aus dem Hörspiel kenne oder von der Buchvorlage. Das weiß ich jetzt nicht. Nee, weil mir war aufgefallen, als ich vorhin in die Maritim-Fassung reingehört habe, in der Titania-Fassung erzählt Holmes ja im Prinzip, wie Peterson den Vogel und den Hut gefunden hat. Und bei Maritim wird das alles dargestellt. Ich glaube aber auch, dass das dargestellt wird. Ich glaube, der fängt im Buch, meine ich, wäre das auch so. Aber will jetzt kein Ei drauf schwören wollen. In der Maritim-Fassung werden auch Peterson und seine Frau ganz anders dargestellt. Mhm. Die sagen nämlich gleich, ach komm, den Vogel hier, den behalten wir. Während in der Titania-Fassung der Peterson ja als sehr ehrliche Haut beschrieben wird und den Vogel dann zu Holmes bringt und sagt, hier, nimm, verwahr den, das ist ja nicht meiner, den müssen wir ja zurückgeben. Und bei Maritim erstmal durch diesen Berliner Akzent und dann kommen sie so rüber, als ob, den reißen wir uns jetzt unter den Nagel. Ja, stimmt, ja. Aber ich denke mal, Titania wird sich da ja eher an der Vorlage orientiert haben, oder? Es ist zumindest anzunehmen, ja. Oft so. Also es war schon, ich weiß nicht, bei welcher Folge das war, wo wir da doch über den Dialog so erstaunt waren. Was waren das, wo die so sich so überlegen? Veralbert haben. Ja. War da der Club der Rothaarigen, glaube ich? Ja, genau, richtig. Das war es, ja. Genau, dieser Dialog dann tatsächlich so auch im Original Holmes drin ist, also in der Buchvorlage. Wo man denkt, ja, das sind ja jetzt irgendwie so, ist das ein bisschen ungewöhnlich. Also, das kann durchaus sein. Ja, hattest du erzählt damals. Ja, es war der Club der Rothaarigen, genau, wo sie sich über den Rothaarigen lustig gemacht haben, ja. Das so ein bisschen befremdlich ist. Ja, empfehlen. Die kann man, ja, die absolut. Kann man auch empfehlen, ja. Schönes Weihnachtsgeschenk. Genau, ja. Passt auch prima, kann man auch auf die unendliche Geschichte legen, weil die haben wir ja schon in den virtuellen Weihnachtsbaum gebracht. Ja. Oh, da habe ich nochmal eine Frage. Ja. Ja. Weil ich habe das jetzt auch angefangen zu hören, es gefällt mir ganz gut, wobei ich den Anfang der ersten Folge so mit diesem, wie nennt man das, mit diesem aufgekratzten Irrlicht, das fand ich etwas übertrieben, zum Beispiel. Ja. Aber an sich gefällt sie mir ganz gut, und dann habe ich mir auch das Interview mit der Bearbeiterin habe ich mir angehört, mit der Redakteurin, die das Skript fasst hat. Und die sagte irgendwie, ja, der Michael Ende, der hat ja eine tolle Vorlage geliefert, aber erstmal musste ich irgendwie die Sprache vereinfachen, weil der benutzt ja so eine mittelalterliche Sprache, so nach dem Motto, das trauen wir den Kindern von heute nicht mehr zu. Und dann sagte sie irgendwie noch, ja, sie hat jetzt so Tragik, hat sie da rausgenommen und die positiveren Sachen betont, damit man dann wieder schön lachen kann. Und am meisten Spaß hatte sie an den Szenen mit den Rittern, wo sie denen Worte in den Mund legen kann, die gar nicht im Buch stehen. Ja, als Bearbeiter kann man sich auch gewisse Freiheiten nehmen, ja. Die Frage ist halt, wie weit das dann geht, ja. Ja, das fand ich ein bisschen grenzwertig. Also ich fand es im Ergebnis jetzt nicht schlimm. Also ich fand, die Sprache ist zwar einfach, aber es ist halt auch wirklich, also die unendliche Geschichte zu lesen,
ist zumindest schon eher für ältere Semester. Also so mit 10, 11 würde ich das Buch nicht empfehlen wollen, weil das wird echt schwer. Und da mal beim Kiraka, also beziehungsweise bei dem WDR 5 Kinderprogrammbereich ja auch eine jüngere Zielgruppe anspricht, finde ich das schon okay, wenn man das bisschen aufbricht, ein bisschen vereinfacht. Und das Buch, finde ich ja schon, ist ja schon recht düster. Gerade im zweiten Teil wird das ja auch auf eine besondere Ebene hochgehoben. Also es ist ja tatsächlich so, dass da die Hauptfigur quasi so ein bisschen so, ich will nicht sagen, die Seiten wechselt, aber doch schon seltsame Anwandlungen anbekommt, was schon nicht so ganz einfach ist. Von daher finde ich, dass man das ein bisschen kindgerechter erzählt und auch so ein bisschen so die ganz üblen Momente rausnimmt. Vielleicht hier und da auch mal was Lustigeres. Lustig kann man ja auch nicht sagen. Es ist, hat so einen gewissen Unterhaltungswert. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass es da der Schenkelklopfer sich aneinander rein. Aber das finde ich dann schon okay. Also ich fand das jetzt nicht schlimm. Okay. Ja, ich kenne die Vorlage halt nicht. Und ich dachte mir nur so, der Michael Ende hat es ja letztendlich für Kinder geschrieben und hat sich ja sicherlich auch was dabei gedacht, das so düster zu schreiben, wie es geschrieben ist. Ne? Also meistens wollen Autoren ja mit dem, was sie schreiben, auch was ausdrücken. Ja, aber es ist halt die Frage, für welche Zielgruppe es gemacht ist. Ich glaube, das ist heute schon ein bisschen schwieriger als damals, weil ich glaube, heute gibt es da so ein kleines Loch, also wo die Zielgruppe ist. Also die Zielgruppe dürfte wahrscheinlich heute enger sein wie damals. Also damals haben wahrscheinlich auch Ältere noch die unendliche Geschichte gelesen, also von Jugendlichen, also mittlerweile Erwachsene lesen das ja eh. Also diese All-Ager, das ist ja kein Problem, aber wenn man direkt die Jugendlichen anspricht, ist das heute wahrscheinlich ein viel engerer Kreis als damals. Weil viele Kinder viel früher sagen, nö, ist nichts für mich oder ist nichts mehr für mich. Das ging halt damals eher über einen größeren Altersschnitt. Ja, stimmt wahrscheinlich. Eigentlich traurig, ne? Ja. Also ich bin fast 26 und mich interessiert die Geschichte immer noch. Ja, ich glaube auch, dass es später auch wieder kein Problem ist. Also dass man später als Erwachsener vielleicht da eher wieder zurückfindet. Aber wenn man so das Ding mit 14 in die Finger kriegt, weiß ich nicht, ob man da gerade so das Interesse an der Story hat in dem Alter. Wenn das so in die Pubertät reinschlägt, da gibt es wahrscheinlich Wichtigeres als Romane von Michael Ende, die auch noch in zwei verschiedenen Druckfarben gedruckt sind. Oder man liest gerade mit Absicht, um sich abzusetzen gegenüber den anderen. Na, dann werde ich das vielleicht nochmal vergleichen. Mach das mal. Ich habe das Buch jetzt auch nicht. Ich habe das wirklich als Kind gelesen. Was heißt als Kind? Wann ist man denn damals Kind gewesen? Das hat sich ja auch verschoben. Nee, 12 ist zu früh, oder? Doch, mit 12 oder so wahrscheinlich. Nee. 13? 12, 13? Was weiß ich. Ich tippe auch eher, dass es eher später war. Also so um die 13, 14 hätte ich's. Also das hat wirklich nachhaltigen Eindruck gemacht, gerade die zweite Hälfte. Und ich habe das ganze Buch dann wirklich als sehr düster empfunden. Komplett wirklich. Das hat sich komplett aufs ganze Buch dann niedergeschlagen. Da war dann wenig Licht am Schluss übrig. Du vorher wahrscheinlich auch gar nicht, ob du da dran gegangen wärst, so mit 10 oder 11. Weiß ich schon nicht. Also ich kann mir das schwerlich vorstellen. Also heute zumindest. Also ich kannte den Film und das Anke Becker-Hörspiel in Teilen kannte ich. Aber ansonsten war ich da bisher, ich kenne die Vorlage nicht, deshalb. Also was mir nur aufgefallen ist, dass zum Beispiel die Szene, wo Atreus Pferd dann in den Sümpfen untergeht, die fand ich im Film wesentlich emotionaler als jetzt im Hörspiel. Ja, weil man das da auch noch sieht und weil es hat da auch, glaube ich, hat es irgendwie mehr Raum eingenommen. Weil auch, ich glaube, im Film kam es auch wesentlich später, oder? Ich glaube, hier war alles sehr dicht am Anfang. Hatte ich zumindest den Eindruck. Ja. Also bevor man so mit den Figuren warm geworden ist, ist das Pferd schon tot. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz. Ja. Ich muss gerade wieder an die Suppe ist kalt denken. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ja, dann werde ich das nochmal vergleichen. Ja. Es gibt ja die schöne Lesung von Gerd Heidenreich. Ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach lesefaul. Bist du ja, glaube ich, wahrscheinlich. Obwohl das ein sehr schönes Buch ist, also auch als Buch einfach sehr schön. Das stimmt, ja. Ja, können wir vielleicht das nächste Mal nochmal drüber reden dann? Genau, dann ist ja draußen. Wenn es durch ist quasi. Genau. Ja. Obwohl wir wahrscheinlich so früh aufnehmen müssen, dass du wahrscheinlich gerade zu den letzten Teil gehört hast. Schauen wir mal, und wenn der letzte Teil fehlt, ich meine. Einen Eindruck hat man ja trotzdem, ja. Man hat ja trotzdem einen Überblick über die Geschichte. Ja. Lennart, dann vielen Dank. Und gerne, Wir hören uns dann im, was ist da dann, Dezember? Mitte Dezember. Ja, stimmt, ja. Also für Dezember habe ich dann wahrscheinlich schon End of Time und Hunter, wenn ich die jetzt umsonst kriege. Ja.
Irgendwie gab es ja diese für Vorbesteller. Ach ja, genau, für die Vorbesteller. Ja, schauen wir mal. Was ist überschaubar im Dezember, ist nicht so viel. Ja, genau. Und die Sachen von PDAX für Januar habe ich ja auch schon liegen. Genau, die können wir. Stimmt. Ja. Die haben wir im nächsten Orkast auf jeden Fall drin. Habt ihr es gehört davon? Oder? Wir haben sie da, aber ich habe noch nicht reinhören können, weil ich erstmal den Dezember-Kram wegmachen wollte. Dito, genau das gleiche bei mir. Ja. Ich bin gespannt, was ihr zu Dreh dich nicht um sagt. Wenn wir berichten. Ja, Tragan. Ich bin schon total durch den Wind. Ah, Lennart. Der steht hier mit drin in der Liste. Ja, den hatten wir kurz davor. Ah. Deswegen taucht er da auf. Genau. Der hört jetzt aber nicht mit. Nee, der ist schon raus. Ich meine, darf er ruhig. Nee. Ich glaube, er hätte sich auch bemerkbar gemacht. Ich glaube auch. Das wäre merkwürdig. Einfach so mal mittendrin so, hallo. No. Ich bin auch noch da. Da haben wir mal eine Traurig- und Alt-Folge draus gemacht. Das war großartig. Oder eine Live-Folge. Da war ein Patient bei Traurig und Traurig hat nicht mitgekriegt, dass er da sitzt. Und bis er sich irgendwann gemeldet hat und er ihn dann angeschnauzt hat, was das denn soll, dass er sich nicht vorher meldet hat, wo ihm genau gegenüber gesessen hat. Und sein Problem war, er hatte Canus-Musk-Graue-Maus-Syndrom. Achso. Kann man das nachhören irgendwo? Das gibt's bei YouTube, glaube ich, sogar noch. Ah, alles klar. Glaube ich. Das ist ja Bescheid. Na denn? Genau. Dann, wie gesagt, bis Dezember. Bis Dezember. Ja. Ja. Vielen Dank. Genau. Mach's gut. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Am 25.11. gab es noch eine neue Folge der Reihe Timeshift. Und zwar ist da mittlerweile schon die Folge 6 draußen. Vigil by the Buddy heißt das Ganze und ist von Black Days und gibt's gratis und umsonst im Netz. Und zwar beides. Gratis und umsonst. Ja, eins wäre doof. Ich bin gespannt. Also ich habe kurz schon reinhören können, aber noch nicht fertig. Aber es verspricht wieder, interessant zu werden. Ist natürlich die üblichen Kleinigkeiten dran. Aber ich will es erst fertig hören, dann rede ich nächsten Mal drüber. So sieht's aus. Hören wir dann den nächsten Monat, ja. Ja, dann kam auch raus, mit viel Spannung erwartet und nach wie vielen Jahren Pause? Zwei Jahre Pause. Nicht so lange, oder? Nicht so lange, ne? Zwei Jahre, tippe ich jetzt auch mal Pause. Meldet sich Gigaphone zurück. Neben Fraktal war ja schon angekündigt, dass es eine zweite Staffel Dragonbound geben wird. Die Fans der Serie haben sich einen Arsch abgefreut, darf man das sagen? Ja, ich sag das jetzt einfach mal. Und ich schick's mal eine Ethikkommission. Haben wir eine? Ach du Scheiße. Ja, und jetzt ist eben tatsächlich Folge 11 rausgekommen, die Legende von Katarak. Das Ganze dann nicht mehr bei Europa, sondern mehr oder minder in Eigenregie, vertrieben von Highscore Music. Wir sind zurück in Chelandra. Also ist einige Zeit ins Land gezogen, ins Chelandra gezogen, aber gar nicht mal so viel. Lea lebt mit ihrem Telon zusammen. Mittlerweile bekommt dann Besuch. Natürlich spielen sämtliche Figuren mit. Dogo, dem etwas tüdeligen Magier, der mittlerweile auch quasi einen Kollegen gekriegt hat. Und mit ihm zusammen kriegt er das ganz gut hin. Mittlerweile mit dem Zaubern, wie wir erfahren. Vor allem an einer Szene, wo es dann um Tod und Leben geht. Wo dann seine Künste sehr, sehr hilfreich sind. Und Rog ist natürlich auch da. Ja, es ist natürlich Fantasy. Also was passiert? Es steht eine Queste an. Und zwar ist Lea ja relativ berühmt geworden in Chelandra, dadurch, dass sie diesen Drachenbund eben neu geschmiedet hat und mit den Drachen sprechen kann. Und es taucht nämlich eine große Gefahr auf, nämlich ein weiterer Drache, der aber gar nicht mal so lieb ist, sondern für Angst und Schrecken sorgt. Und an was denkt man dann als Chelandra-Bewohner? Natürlich als erstes natürlich an Lea. Deswegen kommen eben die Bewohner mit der Bitte an sie heran, ob sie, das klingt komisch, ob sie nicht mal mit ihm reden könnte. Ja, also die Bewohner dieser bedrohten Gegend treten eben an Lea heran und bitten sie um Hilfe, weil sie natürlich als Drachen-Ansprechpartnerin natürlich die erste Wahl ist, ist ja klar. Würde ich jetzt auch, wäre auch die erste Person, an die ich mich wenden würde, wenn ich Stress mit einem Drachen hätte. Ja. So zieht sie eben los und das gemeinsam mit Dogo, seinem Kompagnon, und Rog ist natürlich auch dabei. Telon nicht, denn Telon hat irgendwo anders einen Auftrag und hinterlässt hier die ehemaligen Kumpanen, hier Rog, mit der Bitte, dass sie sich um Lea kümmern sollen. Tja, und was passiert natürlich just in diesem Moment, brechen die zu dieser Queste auf und Rog ist erstmal auch nicht so begeistert. Ja, und dann begeben die vier sich eben in dieses Abenteuer und nähern sich dem Drachen und es wird eben wieder mit bunten Farben diese Welt, Chelandra, wieder ins Gedächtnis gerufen.
Das Ganze von der Inszenierung her finde ich ein bisschen zurückgefahren, oder habe ich mich da getäuscht? Nee, fand ich auch. Also ja? Ich fand es auch merkwürdig ruhig und also ja, so mir hat so ein bisschen der Fantasy-Bombast gefehlt. Ist so ein bisschen reduziert alles. Ich meine, das wäre früher tatsächlich mehr gewesen. Hm. Kann mich da auch täuschen, aber mir ging es aber ähnlich. Ich muss sagen, ich bin noch nicht da angekommen. Also ich muss sagen, das war mir zu sehr Fantasy, also so dieses übliche Fantasy, diese reine Quest-Story, dann ist es irgendwie noch nicht. Also mir hat das andere hat mir ja insbesondere so gefallen, weil halt eben diese Verbindung von Lea zu der hiesigen, zwar zukünftigen Welt, aber diese zweite Welt quasi, dass die da eine Rolle gespielt hat, direkt am Anfang, und man alles unter dieser Prämisse gesehen hat. Und hier hat man jetzt halt nur noch diese reine Fantasy-Story. Das kann natürlich sein, dass das jetzt im Laufe der Zeit noch kommt, aber also für meinen Geschmack, ich bin ja halt, wie gesagt, nicht so der Fantasy-Mensch. Ja, also das größere im Hintergrund. Straight in dem Genre drin. Das größere im Hintergrund hat mir auch noch gefehlt. So hat man halt tatsächlich nur die Quests erstmal. Ja. Aber ja, wer weiß, was es damit jetzt noch auf sich hat. Vielleicht muss er da erstmal ein bisschen Zeit ins Land ziehen, dass da wirklich die eine größere Geschichte im Hintergrund noch aufgefächert wird, traue ich den Machern natürlich zu. Das haben sie ja mit der ersten Staffel bewiesen. Wenn das noch dazu kommt, ja, dann könnte das was werden. So ist es halt, also aufgefallen ist mir halt wirklich auch die reduzierte Inszenierung erstmal. Ja. Ja, aber so ist halt alles drin, was vorher auch drin war. Also Lea, die mit ihrem modernen Vokabular immer wieder anstößt. Ja. Und diese Frotzeleien und das steckt das ja alles drin, der Humor ist drin. Von daher werden Dragonbound-Fans garantiert gut bedient. So, ja, muss mit den kommenden Folgen noch etwas mehr Futter ran, würde ich jetzt mal sagen. Da würde ich doch einfach so zustimmen. Ja, das Sachen. Das waren die Sachen, die wir gehört haben. Und jetzt kommen wir noch kurz zu den Sachen, die wir euch das letzte Mal schon vorgestellt haben. Das war unter anderem Permanent-Thema das letzte Mal. Der wunderbare Paul Temple und der Fall Gregory, Francis Durbridge, Bastian Pastewka und Komplizen beim Hörverlag rausgekommen. Ja, die blutigen Fährten, die gab es beim Ohrenkneifer, auch die haben wir euch im letzten Orcast schon vorgestellt. Und empfohlen, und das ist ja auch durch die Bank wirklich sehr, sehr gut angekommen. Ne? Finde ich sehr schön. Ja, dann Sultan und Kotzbrocken in einer Welt ohne Kissen. Quasi der zweite Teil von Claudia Schreiber. Genau. Eugen Egners, Olga Lafon, lief im Radio und ist immer noch im WDR-Hörspielspeicher. Und unseren Tipp dazu findet ihr auch im letzten Orcast. Genau das gleiche mit Robert Webers, Die Infektion, dem zweiten Teil, Die Insel. Noch nicht oder nicht gehört, weil es vielleicht noch nicht draußen ist, weil es uns noch nicht erreicht hat oder aus diversen anderen Gründen. Sind jetzt folgende Hörspiele, und zwar einmal Albert Heim, Maxi Oberer und Peter Goeth, Kommet mehr ganget beim SWR, was es Ende November zum Download bei SWR 4 gibt. Dann im WDR-Hörspielspeicher Alexandre Postel, Gelöschtes Leben. Ja, Baby Blocksberg 112, das TV-Hexduell. Bruno Latour, Kosmokolos, eine Tragikomödie. Über das Klima und den Erdball. Danke. Bitte. Beim BR-Hörspiel-Pool. Ja, Captain Future bei Highscore Music, Folge 8, Der Sternenkaiser, der erste Teil, Tod auf dem Jupiter, ist seit 21.11. im Handel. Im WDR-Speicher Bogota Blues von Christine Grähn und Eva Karnowski. Neues von Farelia, unter anderem Das Märchenträumerle, Rotkäppchen und das hässliche Entlein. Ja, dann 3 bei Europa. Ende November kommt noch raus. Die 3 Ausrufezeichen mit Folge 34 brandgefährlich. Ausrufezeichen bei Europa. Die 3 Ausrufezeichen Eisprinzessin in Not. Das ist ohne Ausrufezeichen. Tatsächlich. Das ist hier wieder dieses Adventskalender. Gedöns. Ja. Und dann haben wir die 3 Fragezeichen Normalversion, die 172 und der Eisenmann bei Europa. Wo wir ein bisschen in die Aufnahmen reingucken können, wenn ihr den NDR-Beitrag guckt. Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Und die 3 Ausrufezeichen-Kids, die fehlen noch. Die 3 Fragezeichen-Kids mit der 41 Insel der Haie. Ja. Es gibt eine einzelne Folge, auch ungewöhnlich, da die normalerweise immer im Doppelpack kommt. Die kleine Schnecke Monika Häuschen, Folge 39. Warum gurren Tauben? Kommt bei Karussell raus Ende November. Solchen Tauben? Nein, erzähle ich jetzt nicht nochmal. Dann nochmal was von Farelia. Und zwar der zweite Teil von Die unglaublichen Abenteuer des Herrn Toggelong. Und zwar heißt der zweite Teil Die Rache der spukenden Kitzelklaue.
Dann gibt es bei Contendo Media seit Mitte November drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja, das berühmte tschechische Fernsehmärchen jetzt als Hörspiel bei Contendo Media. Ja, dann wieder nach Europa. Tschechien ist auch in Europa. Die fünf Freunde mit der 109 und die mysteriöse Botschaft. Geeks in Trouble ist auch eine neue Reihe, die bei Farelia Records rauskommt. Und zwar der erste Teil erscheint mit Der Kuss der Medusa. Ganz schön umtriebig im November. Ja. Ja, dann die Geisterschocker mit Jubiläumsfolge 50 Grabeskälte bei der Romantruhe. Rex Tagebuch, Folge 9, Böse Falle, ist bei Lübbe Audio erschienen. Dann wieder ins Radio. Und zwar gibt's da Heiko Beers The Golden Age als Hip-Hop deine Unschuld verlor. Ja. Das Ganze auf Deutsch, ne? Ja, und im WDR-Hörspielspeicher. Heliosphäre, wie heißt es? 2265, Folge 1, Das dunkle Fragment bei Greenlight Press, soll Ende November erscheinen. Ja, dann Hermann Bohlens Sha Jing Ching Ku, ein Huhn schlachten, um die Affen einzuschüchtern beim WDR-Hörspielspeicher. Hexe Lilly wird Prinzessin, Folge 25, ist bei Europa erschienen. Dann Jochen Schimmangs Alte Grenze gibt's auch im WDR-Hörspielspeicher. Eine neue Folge oder eine Folge überhaupt von Kokomiko Records. Jolly May auf großer Fahrt, ein Schafhörspiel, ist Anfang November erschienen. Und da gibt's auch noch einen zweiten Teil zu. Der heißt, Weihnachten mit Jolly May, auch bei Kokomiko Records, genau. Passend zur Jahreszeit. So gehört das. Ja, dann bei Steinbach sprechende Bücher, das werden wir das nächste Mal auf jeden Fall besprechen. Da gibt es eventuell auch was zu gewinnen dann. Die schwarze Hand der weißen Frau von Kai-Uwe Kohlschmidt. Kati und Natsuro, Folge 8, Fohlen in Gefahr, ist bei Europa erschienen. Dann Krok und Pichinka mit der Hof der Massaker im WDR. Das ist komisch, wenn ich das lachend sage. Der Hof der Massaker. schon ganz Entschuldigung, im WDR-Hörspielspeicher. Lady Bedford, Krimi-Archiv, Folge 4 und 5 vom Hörplanet auch erschienen. Das ging schnell. Ja, dann bei der Winterzeit die Abenteuer des Tom Sawyer von Mark Twain. Ja, darf man mal gespannt sein. Mit Pauken und Trompeten, hatten wir auch heute schon erwähnt. Wilhelm Hauff, Das kalte Herz, ist bei Headroom erschienen. Dann nochmal Winterzeit, die dritte Folge von Pater Brown, der Hammer Gottes. Schnuffel ist auch wiederbelebt worden bei Europa, Folge 8, Das Geheimnis der kleinen Eule. Ich habe einen Schnuffel-Zombie jetzt im Kopf. Ja. Dann aus der Reihe Sherlock Holmes und Co., die Folge 12, Das Blut junger Frauen bei der Romantruhe. Das ist nicht schön. Im Laufe des November sollte eigentlich noch erscheinen, wer weiß, ob es kommt, es ist so ein bisschen dubios. Skylander Strap Team, Folge 1, die Rückkehr der Skylanders, soll bei Edel Kids eigentlich schon erschienen sein, aber noch ist es, bis jetzt ist es noch nicht da. Ja, dann wieder Europa, und zwar mit der Folge 53, der Teufelskicker, Zoff bei Zeche 04, sehr schöner Titel. Und, nicht minder schöner Titel, TKKG 189, Ivan der Schreckliche. Ja, Wolfgang Zander, gibt's auch ein neues Hörspiel, Happy Birthday heißt das Ganze, ist beim WDR erschienen und dort auch im Hörspielpool zu finden. Und damit sind wir durch den November. Nein, durch. Wir haben noch Face Folge 46, den ersten von zwei Teilen mit dem Titel Die Anderen und Larry Brandt 17, Tod in der Gespenstervilla. Ach Mensch, gut, dass du es sagst. Siehst du, die hätte ich jetzt verbaselt. Ja. Jetzt haben wir es aber. Jetzt sind wir durch mit dem November und gucken, was im Dezember denn so auf uns zukommen wird. Der wird ja ein bisschen reduzierter sein, weil das Weihnachtsgeschäft, nicht weil das Weihnachtsgeschäft vor der Tür steht, sondern weil Weihnachten vor der Tür steht. Lassen wir mal reingucken.